Hallo Leute, wir sind heute in einem sonnigen Stadt Zhytomyr. Der ist ungefähr 120 Kilometer von Kiew entfernt, von der Hauptstadt der Ukraine und ist auch eine Hauptstadt von einem Oblast, von einem Zhytomyr Oblast. Viele von solchen Videos, das sind wie Flashbacks für mich. Das ist Wahnsinn. Und manchmal denke ich, wow. Also, ich war hier und dort, und das war schon noch von dem Krieg, weil Krieg, das zieht schon also ewig lang bei uns. Also, das war in Zhytomyr in einem Museum, das ist so wie heißt, also Flugzeug, Weltraum, Museum, das ist sowas ähnliches wie in Mogunhöte Rautenkranz. Aber das erzählt die Geschichte von der Weltallforschung in sowjetischer Zeit. Und eigentlich, also viele Ukrainer haben ganz, ganz viel gemacht, dass überhaupt Menschen im Weltall fliegen können. Und eigentlich dieses Museum, das war genannt im Namen von Korolev. Das war so ein berühmter Wissenschaftler. Ja, ich denke, der war Wissenschaftler, Ingenieur und er hat richtig viel gemacht, dass wir irgendwo weit aus diesem Land, aus dieser Erde fliegen können. Wahrscheinlich er wollte aus der Sowjetunion wegfliegen und hat alles dafür gemacht, aber naja, also auf jeden Fall, das ist also später, die Sowjetunion hat alle seine wissenschaftlichen Entwicklungen genutzt für Raketen und diese ganze Shuttles und diese Kugeln, keine Ahnung, also wie heißen sie eigentlich auf Deutsch? Ja, das ukrainische Flagge ist da, ja, und schön, so ein paar interessante Gesichter. Das ist kein Ukrainer, aber auf jeden Fall, ja, was haben sie dort gegessen? Also sieht nicht so gut aus. Also ein paar Wochen lang sowas essen ist schon so kein Spaß in ihren Geräten. Oh ja, das ist eine Kabine. Wo haben sie... ich weiß nicht, wie lang kann man dort sitzen. Wahrscheinlich schon... also hoffentlich nicht mehr als 2 Tage lang. Aber wenn ja, man muss schon überlegen, ja, bevor man dort so reinkommt. Also zuerst, das ist schon ein bisschen schon gefährlich eigentlich. Im Weltall habe ich gehört schon... also kann schon ein bisschen weniger Spaß haben, als man weiß, es scheint. Oh, und das sind also viele Flaggen. Ja, belgische, ukrainische, deutsche. Mhm. Oh, das ist ein Moonwalker. Oh, noch ein Kugel. Das war richtig also, so ein seltsamer Typ. Der Typ saß dort und da sah mir so lebendiger aus, aber nee, eigentlich nicht. Und überhaupt kein Bildschirm. Also du schaust nur, ich, also das ist nichts Interessantes, kein Handy. Wahrscheinlich sie haben auch also keine Bücher dabei gehabt. In so ein kleines winziges Zimmer, das ist richtig, also schon, also hoffentlich hat keine Klaustrophobie. Oh, das ist ein Fallschirm. Ich hoffe, der Typ ist richtig gut gelandet. Weil, weißt du, schon wenn man also fällt von hunderttausende Kilometer hoch runter, das ist schon ein bisschen, kann schon gefährlich sein. Hm, ja, das war eine lutherische Kirche. Dort waren wir zum Gottesdienst. Und also schöne Decke. Ja, und insgesamt Gebäude sieht schön aus. Und dann waren wir ein bisschen länger auf eine schöne Promenade da. Ja, es war also schön warm, angenehm. Es war Juli oder August, sowas. Und dann also diese Wasserspringbrunnen und viele Kinder dran. Ach, ich finde es schön, ja, wenn in so einer Hitze, du findest überhaupt keinen Platz, also normal ein bisschen frisch zu sein. Und die Kinder, also Kinder und Obdachlose, also machen schon richtig viel Spaß mit solchen Sachen. Und das ist die Sache, was ist jetzt schon also richtig ziemlich bekannt in der Ukraine, gerade diese Promenaden mit
Sonnenschirmen. Und also, die sind schon richtig hübsch gehängt. Und du läufst unten. Also das ist eigentlich so also Ding zum Nichtzunutzen, aber es sieht einfach schön und hübsch aus. Das war eine schöne Zeit dort in Zhytomyr. Das ist eine schöne Kirche und ein kleines Monument von Ivan Ilyenko. Das ist ein ukrainischer Bibelübersetzer. Komm mal mit und hab viel Spaß in Zhytomyr. Eine schöne, polnische, ukrainische Stadt.